Hi, ihr Lieben! Heute werde ich eine Ausstellung besuchen. Jetzt gehen wir! Zurzeit wird die Sammlung der Schenkung des Ehepaars Ludwig im Tsinghua University Art Museum ausgestellt. Es heißt Ewige Wärme, die von der Deutschen Botschaft in China und dem Chinesischen Kunstmuseum sowie dem Tsinghua University Art Museum gemeinsam veranstaltet wird. Peter und Irina Ludwig sind weltweit bekannte Kunstsammler und Wissenschaftler. Im Jahr 1996 haben sie dem Chinesischen Kunstmuseum 89 Kunstwerke von vielen bekannten Künstlern, darunter auch Pablo Picasso und Andy Warhol, freiwillig geschenkt. Durch jährliche Ausstellungen und Forschungen hat das Chinesische Kunstmuseum die Möglichkeit, den Wert und die Bedeutung dieser Kunstwerke darzustellen und zu verbreiten. Seit 26 Jahren haben schon über 1 Million Besucher dieser wertvollen Schätze bewundert.我们跟这些国家逐渐建交，但是也是中西文化交流，中西这个文明的这个融合，和互相比对吧，增加这个我们知识，增加我们的认识，对世界文明各种文明的认识，这是很有意义。 Peter und Irina Ludwig werden als Menschen, die der Kunst ihr ganzes Leben gewidmet haben, bezeichnet. Und wir bedanken uns für ihre Schenkung. Und in dieser Hinsicht sind sie nicht nur Sammler der Kunst, sondern auch Gesandte des Kulturaustauschs. Und ich hoffe, dass diese Wärme, also von diesen Kunstwerken und auch die Freundschaft der beiden Länder durch diese Ausstellung dann ewig erhalten bleiben.